Dieses Video enthält Szenen, in denen Gewalt deutlich dargestellt wird. Bei Risiken und Nebenwirkungen bitte ich dich, einfach wegzuschauen oder einen Psychiater aufzusuchen. So Leute, da bin ich wieder bei The Evil Within. Wir sind ja jetzt mittlerweile in unserem letzten Kapitel, Kapitel 15, das Angesicht des Bösen. Und wie ihr sehen könnt, trage ich auch schon mein wunderschönes The Evil Within T-Shirt, das ich einige Zeit lang total vergessen hatte. Ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt kommt. Die ist ja sehr nett zu uns, ne? Ich würde ja schon gern wissen, was die da mit uns veranstaltet. Ui. Nein, Joseph. Ach du Kacke, ey. Was träumt der gute Sebastian nur? Ich habe übrigens eben gerade schon mal einmal versucht zu starten und da bin ich wieder irgendwie im 14. Kapitel gewesen und hatte voll die Panik, dass ich jetzt das 15. Kapitel nicht gespeichert hatte, obwohl ich eigentlich wusste, dass ich es getan hatte. Aber naja, damit müssen wir jetzt leben. Wie gesagt, ich habe jetzt endlich mal das wunderschöne The Evil Within T-Shirt an. Es kratzt megamäßig, also öfter werde ich es nicht anziehen, bestimmt nicht auf der Straße. Allein schon wegen den Kindern, ne? Die schreien ja, wenn sie das Gehirn sehen. Ist denn unsere Krankenschwester gar nicht mehr da? Die war ja beim letzten Mal auch schon nicht mehr da. Aber hier bricht niemand mehr. Wirklich alles zusammen? Keine Zeitung? Aber da wird jemand vermisst. Das sehe ich doch von hier aus schon. So. Vermisstes Mädchen. Vermisst. Kurze braune Haare. Braune Augen. Hört auf den Spitznamen. Hm? Auf was für einen Spitznamen? Das ist aber, glaube ich, Kidman gewesen, oder? Okay, bevor wir hier noch was machen, möchte ich jetzt erstmal was ausbauen. Komm, Sebastian, jetzt trödel mal nicht rum. Du kannst jetzt mal ruhig rennen hier. Der rennt aber nicht, der gute Herr. Wir können ein bisschen grünes Gel verteilen. Mal schauen, was wir noch benötigen. Eigentlich ja alles, aber... Ah, weiß ich nicht, ne? Ich möchte auch mal was an der Fitness gucken. Okay, können wir nicht ausbauen. Maximale Sprintdauer. Sprinten könnte uns jetzt echt den Arsch retten, deswegen nehme ich das jetzt mal. Nahkampfschaden ist nicht so mega geil. Spritzenwirkung können wir... Obwohl, Nahkampfschaden. Wir machen es jetzt einfach. Falls wir nachher gar keine Munition mehr haben, müssen wir zuhauen können. Deshalb lohnt sich das eigentlich schon. Ich weiß wirklich nicht, wie weit wir damit noch kommen. Wir gehen mal kurz gucken. Ich habe, glaube ich, auch noch Schlüssel gefunden beim letzten Mal. Ey! Ich will hier rein. Verflucht nochmal. Hat die Krankenschwester hier alles abgesperrt oder wie? Ich kann jetzt auch gerade nicht rennen, ne? Müssen wir mal hier drum rumlaufen. Aber hier ist offen. Das ist doch schon mal schön, ne? Aber irgendwie unheimlich, ne? Ich habe so das Gefühl, dass wir beobachtet werden. So, welchen wollen wir öffnen hier? Das nehmen wir erstmal mit. Davon haben wir aber noch genug. Okay, ich würde sagen, auf der anderen Seite nehmen wir mal den untersten. So. Ah, wieder ein bisschen grünes Gel. Okay, da baue ich jetzt aber nichts mehr aus. Habe ich jetzt auch gar keine Lust mehr. Ich möchte jetzt gerne weiter. Wir gehen mal zurück und lesen in unserem Tagebuch. Es lag da ja auf dem Tisch.
Genau hier. Internes Gesprächsprotokoll. Noch nicht mal unser Tagebuch, sondern nur ein Protokoll. Ermittler PHI. Sie wissen, warum Sie hier sind. Detective Castellanos. Weil Sie Ihren Job nicht machen. PHI. Sie haben eine unautorisierte Ermittlung unter Einsatz von Mitteln des KCPD durchgeführt. Außerdem gibt es Berichte von Drohungen, Einschüchterungen und physischer Gewalt. Castellanos, wenn Sie irgendwelche Beweise für diese Anschuldigungen hätten, würden Sie jetzt meine Marke und meine Waffe kassieren. PHI, Sie waren offensichtlich vorsichtig, sonst hätten wir die schon längst... Aber wir behalten sie im Auge. Castellanos, da sind Sie nicht die Einzigen. PHI, was soll das heißen? Castellanos, beschatten Sie mich weiter. Dann finden Sie bald genug raus. PHI, wenn Sie so weiter trinken, müssen wir das gar nicht. Castellanos, ich habe zu arbeiten. Sind wir hier fertig? PHI, fürs erste Jahr, aber Sie stehen auf dünnem Eis. Castellanos, noch eine Sache und Sie sind dran. Castellanos, ich bin dran, wenn es vorbei ist. Detective Castellanos verlässt das Verhörzimmer. Okay, das ist das Protokoll gewesen. Oh, ein Gesprächsprotokoll. Ich habe gerade ein bisschen dämlich rumgelesen. Oh, scheiße. Oh, Verstand verloren. Verstand verloren. Lashley! Verstand verloren. Oh, alter Falter. Verstand verloren. Hier lang. Können wir hier noch was machen? Möchte ich mich gerne umschauen. Das ist ja unsere Zelle. Aber hier ist auch nichts mehr. Schade, ne? Hätte ja cool werden können. Die Türen können wir gar nicht öffnen. Ach Mann. Also bei diesem Spiel weiß man wirklich nie, woran man ist. Das ist hier ganz komisch. Immer bei diesem Game nur. Und Ruvik benutzt ja unseren guten Lashley auch nur. Hey, warte. Aber wir wissen ja auch gar nicht, ob Ruvik schon von ihm Besitz ergriffen hat. So, dass er ihn schon steuert. Ich habe so das Gefühl, dass es der Fall ist. Also schon so gesehen in ihn drin steckt. Hört sich pervers an, ich weiß. Ja, nicht das drin, ne? Das ist nicht gemeint. Ein anderes drin. Oh, tritt die Scheiße hier ein, ey. Wehe, hier kommt das Tantchen oder der Tresormann oder weiß ich nicht was. Der Kraken und sonst irgendwas. Der Typ mit der Kettensäge, den möchte ich auch nicht treffen. Obwohl, der wäre mal eine Erfrischung für mich. Würde ich gerne über den Haufen schießen. So. Okay. Also gut, Kleiner, wo führst du mich hin? Ja, wo denn wohl? In die Hölle. In die Hölle. Oh. Mann, 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 Mann. Ich hasse sowas. Schau mich lieber nochmal um, ne? Ich möchte nichts verpassen. In der Tür ist auch nichts, nein. Hier lang. Ja, ich komme ja schon, ne?
Der Laden stürzt ein. Hier lang, hier lang. Ja. Bin doch schon unterwegs, Mensch. Sebastian! Leslie! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! Leute! Bin ich jetzt tot? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein. Beacon, genau wie Joseph gesagt hat. So, da vorne müsste dann die Beacon-Klinik sein, wie er gerade gesagt hat. Da müssen wir ja hin. Ich habe so das Gefühl, dass es auch dieser Leuchtturm sein soll, den wir mal am Anfang des Spiels gesehen hatten, der ihn angestrahlt hatte und dann die Menschen zu Monstern gemacht hat. Bin mir aber nicht so sicher. Wir müssen jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich hole mal lieber eine Waffe raus, ne? Wer weiß, was wir noch hier treffen. Oh, ich habe ja kaum noch Wassermunition. Echt scheiße, ne? Oh, da ist ja Leslie. Okay. Oh, hier liegt noch Zeugs. Nehmen wir alles mal mit. Schönes grünes Gel. Was kann das bloß bedeuten? Ich denke mal, dass das heißen soll, dass es noch lange nicht vorbei ist, beziehungsweise dass dieses Kapitel wirklich sehr lange gehen wird. Na gut, gehen wir mal rein. Aber da müsste ja auch noch unser Freund mit der Kettensäge sein, ne? Ich hab's gewusst. Oder auch nicht. Ich weiß ja gar nicht, ob er jetzt hier war, der Freund mit der Kettensäge, oder ob das irgendwie in der anderen Dimension von The Evil Within war und hier in der Beacon Klinik. Aber das glaube ich schon. Und es könnte natürlich auch sein, dass wir da wieder hinkommen und dass wir ihn dann wieder treffen. Die Leichen müsstet ihr ja auch noch kennen vom Anfang. Die Tür können wir gar nicht öffnen. Oh, ey. Was für ein Gemetzel, ne? Schade, die hätten das so ein bisschen perverser machen können, dass die Leichen schon so richtig anfangen zu stinken. Natürlich kann man sie nicht riechen, aber halt ein bisschen verwester aussehen lassen. Okay, wir gehen mal weiter. Und hier drin war es ja passiert. Da hatten wir ja geträumt. Da waren wir bei dem anderen Typi. Ich nehme mal lieber jetzt eine Spritze, Leute. Ich weiß nicht so recht, ne? Ich habe hier nicht gerade viel Energie. Ich könnte jetzt auch Erste-Hilfe-Koffer nehmen. Den nehmen wir auch. Den nehmen wir jetzt einfach. Weil dann haben wir alles voll. Und die Spritzen brauchen wir vielleicht im Kampf. Wir warten einfach kurz. Ja, ja, komm, beruhig dich mal wieder. Meine Güte, du bist ja so, als ob du hier Crack reingepfiffen hättest oder so. Was ist das hier? Ui. Oh, arme Krankenschwester. So, Leute, was passiert jetzt? Okay. Ja. Ich würde aber gerne mal vielleicht die Pistole ausrüsten. Da haben wir zwar nicht viel Munition, aber immerhin ein bisschen. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt unsere letzte Munition für das Magnum verschwenden. Oh, hier ist aber auch noch was. Okay. So geht's auch. Scheiße, hätte ich doch eine Spritze benutzen können. Hier ist nämlich noch eine. Egal. Ich scheiß drauf.
komm schon. Mach mal die Tür auf. So. Es geht schon nach unten, ey. Oh, ich liebe sowas, ne? Ah. Oh, Leute. Was will dieses Game bloß von uns? Okay, ich hab jetzt keinen Nerv hier zu rennen. Hier ist aber nichts mehr. Ich guck mal lieber hier, ey. Ja, kommt da noch was raus? Oh, immer weiter nach unten. Ey, ich hasse es. Das ist das, was ich am meisten bei The Evil Within hasse, ne? Wenn es weiter nach unten geht. Ach, Mensch. So, Ruviks Stimme. Ich hoffe, der ist jetzt nicht da. Schmerz, Lust, Zorn, Ekstase. Okay. Vermischen sich zu einem einzigen durchdringenden Geräusch, bis die Scheiße wurde von Funken wie glitzernde Sterne. Der Schmerz, das Geräusch und das Licht vermischen sich und nehmen Form an. Es ist der Ort, der mir so bekannt ist. Mein Gefängnis. Mein Heim. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Okay, da drücke ich nicht nochmal drauf. Ich will das nicht nochmal hören. Ich bin froh, wenn ich ihn gar nicht erst höre. Oh, wenn wir schon aber so eine Munition bekommen, ne, dann weiß ich ganz genau, dass jetzt irgendetwas Megamäßiges passiert. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo lang, ne? Oh, das blendet hier voll. Bräuchte man jetzt hier eine Sonnenbrille, ey. Oh, nee, ne? Oh, Leute, es geht noch weiter nach unten. Ich gehe erstmal zurück. Es geht noch weiter nach unten. Das Game will uns hier voll in Sicherheit wiegen. Ich weiß aber ganz genau, dass jetzt hier gleich irgendwas Hammerhartes kommt. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das war. Irgendwas wird kommen und uns zu Tode erschrecken. Ich sag's euch. So. Oh Mann, wir müssen jetzt nach unten. Oh, wo sind wir denn? Ah! Kennt ihr das noch? Hier sind wir doch runtergerutscht am Anfang, wo uns der Kettensägenspinner verfolgt hat. Und dann sind wir hier ins Becken gefallen. Sind hier rausgegangen und haben die Flucht ergriffen. Ich kann ja mal nochmal reingehen. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Grünes Gel oder so. Bäh. Ich möchte ungern eigentlich in dieser Pampe rumlatschen, ne? Ah, ich sag's doch. Okay. Aber hier hoch kommen wir bestimmt nicht. Ich möchte da auch gar nicht zurück. Natürlich mit unseren Waffen ist das dann etwas einfacher. Obwohl ich ja gar nicht weiß, ob der überhaupt zu töten ist, ne? Vielleicht treffen wir ihn aber jetzt wirklich. Vielleicht ist jetzt hier wirklich irgendwo der Typ mit der Kettensäge, ne? Es könnte doch sein, dass der uns hier unten immer noch sucht. Ich hasse solche Gänge, wo... Ach, da ist Leslie. Wo links und rechts ein Weg ist. Ja, Leslie? Ja,
Bleib mal ganz mit Schucke, ne? Ich bin's ja auch. Ui. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Nichts Gutes. Okay. Die Tür war damals... Ach, die ist immer noch mit Stacheldraht oder was ist verschlossen. Die ist jetzt zu. Hier können wir durch. Und da? Okay, Leute, da können wir auch durch. Ich weiß allerdings nicht, wo wir lang müssen. Bin natürlich jetzt mega kacke, wenn der Typ mit der Kettensäge kommt, ey. Gerade in so einem Raum hier, in so einem engen, ne? Da können wir durch. Und da können wir auch durch. Aber wo lang, Leute? Wo lang? Welchen Weg sollen wir nehmen? Welchen bloß?